Ja, hey meine Nerds, willkommen zurück zu Resident Evil. Ja, in der letzten Folge sind die Hunter endlich aufgetaucht. Naja, was heißt endlich? Zwei davon haben wir schon platt gemacht. Wir haben endlich den Helmschlüssel und ich wollte jetzt auf der zweiten Etage die rechte Seite ausprobieren. Erst eigentlich. Aber dann fiel mir doch ein, dass wir... jetzt bin ich gerade selber am überlegen, wo war der Raum nochmal? Genau, da unten. Ne, das war der... Genau. Da, wo wir jetzt gerade sind, da ist ja noch der eine große Raum oben. Bin jetzt gerade überlegen. Oben, da oben. Genau, und da war ja das Loch. Und da müssen wir zuerst hin. Wir müssen nicht unbedingt da zuerst hin, aber ich will das zuerst erledigen. Dann habe ich das nämlich aus dem Kopf. Den Hunter hier hatten wir auch platt gemacht. So, mal eben schnell gucken. So. So langsam sollte ich auch gleich mal was essen. Ich habe nämlich noch nichts gegessen heute. So. So. So, ab ins Loch. Hinabsteigen, ja sicher hinabsteigen. Weil da haben wir nämlich dieses wunderschöne Buch. Prüfen. Hallo, machst du das mal auf? Sehr schön. Ja, da war eine Medaille im Buch gefunden. Oh mein Gott. Ja. Da haben wir ein... Ich kann nicht entkommen. Also, 29. November 1967. Ich kann nicht entkommen. Ich habe den Fluchtweg erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit den großen Glasgefäßen voller... Ja, ich kann das nicht aussprechen. Und den finsteren, feuchten, unheimlichen Höhlen. Was kann ich tun? Zuerst wollte ich meine Augen nicht trauen, aber ich vertraute... Der vertraute, hochhackige Schuh im Korridor. Ich war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name im Sinn. Jessica. Ich will nicht glauben, dass sie meinen Schicksal teilen. Nein. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. 30. November. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen und getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich war wie besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen sollen. 31. November. Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse. Aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig hielt ich meine letzte Streicherin. Ich musste es genauer sehen. Ein Grab. Und tief in den Stein gemeißelt mein Name, George Trevor. In diesem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben werde. Und ich bin ihnen in die Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica, Lisa, verzeiht mir. Durch meinen Ehrgeiz wurde ihr in diesen verdammten Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir. Möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. Ja. Da ist ein Schalter drücken. Ja, sicher drücken. Und es geht noch tiefer hinab. Komisch, jetzt hat es aber nicht gefragt, ob ich die Leiter benutzen will. Bleib liegen. Kackvieh. Haben wir hier in dem Gang irgendwas? Auf jeden Fall irgendwo müssen wir sein. Ja. Ja. Komm her. Ja, jetzt glaube ich. Boah, jetzt verballere ich hier meine ganze Munition für die Scheißspinne. Komm! Ich hoffe, hier sind nur zwei. Minispinnen. Ekelig. Da haben wir noch eine Karte. Ja, sicher. Na, guck mal, da kommen wir doch.
Ja, ich weiß, dass ich die Karte mitgenommen habe. Haben wir hier noch irgendwas? Ist das... Ah, sehr schön. Kann man immer gebrauchen. Na, ja, jetzt haben wir den leer geräumt. So, jetzt soll ich die Minispinnen latschen. Wo kommen wir jetzt hin? Oh, nö, nicht noch mehr Spinnen, oder? Hören wir uns zum. Ja. Das ärgert mich jetzt schon wieder, dass ich so viel Munition verballere. Ja, mitnehmen. Ja, da geht es, glaube ich, zu der Küche, ne? So, hier irgendwas ein bisschen noch. Wir müssen kurz was gucken. Ist hier noch irgendwas Besonderes? Das sieht nach der Stromversorgung für den Aufzug aus. Hauptsicherung ist durchgebrannt. Auswechseln, ja. Die Stromversorgung ist durchgebrannt. Oh. Ja, cool, dass der Aufzug jetzt wieder geht. Ja, dann gehen wir mal in die Küche. War da jetzt noch ein Zombie? Also lieber ein Zombie als ein Hunter. Ja, komm her. Ui. Jetzt ich habe Aufzug. Ah Gott, 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 Gott. Ah Gott, ich habe gedacht, der braucht jetzt noch eine Ewigkeit. Ui, Aufzug. Ja, toll. Ja, man kann es auch übertreiben, ne? Okay. Ne, da will ich erstmal noch nicht hin. Hallo. Hier nicht nur so ein kleiner Extra-Raum? Stimmt, hier lang. Ich glaube mal eben gucken. Na super. Abwehrding mitnehmen auf jeden Fall. Wie viele haben wir denn davon jetzt? Na, ja, 7 Stück, 2 Schwerter. Batterie, Munition. Oh Gott, ich habe kaum Platz noch. Ups, ich wollte die Karte gucken. Welche kommen wir hier in den gläsernen Raum zurück? Da war das Duell auf jeden Fall mit der Schlange. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal da raus. Merken. Zombies haben wir hier alle platt gemacht. Eins überlegen. Wir müssen auf jeden Fall hier durch. 2 Chrisman-Heads waren hier. Ich weiß aber schon, wie ich noch. Wir haben die Tür aufgeschlossen.
Dann müsste ja direkt die eine Tür da sein. Da kann ich ja direkt raus. Dann kommt der andere Schlüssel her. Dann kann ich da lang. Ja. No. Und zack, direkt hier durch. Jetzt hoffen wir mal, dass da auch noch der Chrisman Head ist und nicht der Hunter. Jetzt hoffen wir, dass hier keine Hunter sind. Die Viecher, die können mich nämlich trotzdem mit einem Schlag platt machen. Da könnte ich ja eigentlich den einen Schlüssel nochmal hier benutzen. Ja. Eben gucken. War nur so ein kleiner Raum, ne? Ach ja, ja. Warte mal eben. Ja, ich weiß. Schlüssel Nummer 1. Nee. Doch. Einmal so. Einmal so. Und einmal so. Da haben wir noch einen Dolch. Ja, aber das bringt mir ja jetzt nichts zu machen. Brief an den Sicherheitschef. Vertraulich. ZHD, Sicherheitschef. Datum 22. Juni 1998. 2.13 Uhr. Tag X näher. Dem folgenden Verfahren sind innerhalb einer Woche auszuführen. Wir erwarten umgehende Maßnahmen. 1. Locken Sie Stars zum Anwesen und ermitteln Sie die Kampfdaten der bioorganischen Waffen gegen Stars. Sammeln Sie 2 Embryos jeder einzelnen Mutation als Muster, mit Ausnahme des Tyrants. Eliminieren Sie den Tyrant. Sorgen Sie für die vollständige Vernichtung des Arclay-Labors, einschließlich aller Personal und aller Versuchstiere. Stellen Sie die Todesfälle als tragischen Unfall dar. Falls die Durchführung der Verfahren innerhalb der folgenden Zeitraum nicht möglich sein sollte, erstatten Sie umgehend Bericht. Im Notfall wenden Sie sich direkt in den Anschluss 5691. Viel Glück, Umbrella Hauptquartier. Ja, Umbrella ist ein Arsch. So, jetzt mal eben kurz gucken. Karte, Karte. Ja, den einen Schlüssel haben wir noch. Inventar. Bitte kein Hunter, bitte kein Hunter, bitte kein Hunter. So, jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen Platz. So. Du kannst da hin. Und du musst erstmal Platz machen. Ich mal ganz nach oben kurz mit dem Farbband tauschen. Und dann speichere ich mal ganz kurz. Ja. So. Ja, ich habe gespeichert, ich weiß. So, der Farbband kann auch wieder zurück erstmal. So, der Schlüssel kann auch mal zurück. Mal weiter überlegen. Eben kurz was machen. Nur ja, kannst du lassen, okay. Jetzt habe ich wieder Platz. Den Schlüssel muss ich mir gleich wieder zurückholen. Gehen wir nochmal in den Raum mit den Adler da.
Nein, Jill. Oh, erledigt. Gehen wir wieder nach unten. Nein. So. Das müssen wir damit kombinieren. Das Schmuckkästchen holen. So. Eben kurz ein Rätsel erledigen. Fassen wir das mal als erstes an. Okay. Passen. Na, ist das nervig, ey. Ja, das passt ja nur so. Ist das ätzend?
Ja, mein Gott. Ja, das kann ja nur der Schlüssel mit den Spencer-Wappen sein, ne? Ja. So, haben wir das auch. Tun wir einmal kurz was im Wechseln. So. Können wir alles so lassen. Erledigt. Ja, meine Freunde, das war's dann für heute auch wieder. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Über ein Like und ein Abo würde ich mich wie immer freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!